Lieber Moritz, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dieses Interview hier mit uns, mit dem Soziologie-Magazin zu führen. Du hast vor rund einer Woche tatsächlich erfolgreich deine Dissertation im Fellbrück Verlag mit dem Titel Verfremdungsspiele zur Unterscheidung von vier Formen des systemtheoretischen Denkens veröffentlicht. Dementsprechend darf man dich jetzt, glaube ich, auch Doktor von Stetten ansprechen. Noch nicht ganz? Ja, es fehlt noch die Urkunde. Die Urkunde. Aber es, ja. Also es hängt quasi nur noch an Formalia. Ja. Dann herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dir schon mal Dank. Jetzt zum bestandenen Doktorgrad. Danke. Aber nach 4 Jahren oder 3, 4 Jahren, auf jeden Fall nach langer Zeit, die du jetzt mit Luhmann zugebracht hast, mit seiner Systemtheorie und im Prinzip die einmal in deiner Dissertation aufgearbeitet hast, wendest du dich ja jetzt neuen Themen zu. Was interessiert dich jetzt gerade im Anschluss an deine Dissertation besonders? Ja, also ich habe jetzt schon vor ungefähr einem Jahr angefangen, nebenbei mich in der Medizinsoziologie so ein bisschen zu orientieren und mich relativ viel beschäftigt mit dem Bereich der Depressionen und einerseits Fragen des diskursiven Wandels, wie über Depressionen gesprochen wird, wie Depressionen in verschiedenen Strömungen der Psychiatrie, der Psychotherapie, auch der Soziologie und auch in den Geisteswissenschaften, wie Depressionen dort behandelt und diskutiert werden. Und eine der Fragen, die mich da sehr interessiert, ist, wie die Institutionalisierung des Redens über und des Behandelns von Depressionen funktioniert und sich wandelt und welche Konflikte dort auftreten, wenn beispielsweise ein diskursiver Wandel oder ein institutioneller Wandel auftritt. Und das schien mir in dem Sinn sehr interessant, als dass ja, die Zahlen an scheinbar depressiven Personen sehr stark gestiegen ist in den letzten Jahren und die Prognosen noch dahin gehen, dass man davon ausgeht, dass die noch weiter steigen werden, weltweit. Und das ist natürlich sehr interessant, das herauszufinden, woran das liegt. Also liegt das daran, dass immer mehr Leute erkranken? Oder liegt es daran, dass immer mehr Leute diagnostiziert werden? Oder liegt es daran, dass immer mehr Leute Hilfe suchen, weil sie mehr Informationen bekommen? Und da gibt sich sozusagen dann ein ganz komplexes Feld, in dem es nicht nur um medizinische Fragen geht und um die Fragen von Erkrankungen und ihrer Heilung, sondern natürlich auch um Fragen von Deutungshoheit über Krankheiten, von Deutungshoheit über Symptome, Deutungshoheit über bestimmte Behandlungsmethoden. Und da kommt man ganz schnell in Bereiche, in denen es politisch, moralisch, rechtlich und gesellschaftlich insgesamt sehr, sehr spannend wird. Und das ist so ein Bereich, den ich mir gerade versuche, nach und nach zu erschließen. Ja. Das heißt im Prinzip, der Teil an dieser diesem gesamten Feld mit den Depressionen ist vor allen Dingen diese soziologische Perspektive darüber, wie man darüber redet und wie das quasi als soziale Teil, ja teilweise auch Konstruktion, würde ich mal vermuten, ist eine These, dargestellt wird. Ja, also ich würde nicht von sozialer Konstruktion reden, weil ich sozusagen diesen Gegensatz von einerseits medizinischer Realität, sage ich jetzt mal, ja, also der scheinbaren medizinischen Realität einer Krankheit auf der einen Seite und der sozialen Konstruktion einer, sage ich jetzt mal, Pseudokrankheit auf der anderen Seite, dass dieser Gegensatz im Bereich der Depressionen gar nicht funktioniert. Und zwar in dem Sinn, dass sozusagen dieser Traum der medizinischen und mittlerweile sehr stark neurowissenschaftlich orientierten Psychiatrie im Gehirn oder sonst irgendwo im Körper die eigentliche Ursache und den eigentlichen Grund für depressive Erkrankungen zu finden, dass dieser Traum eigentlich bis heute nicht erfüllt wurde. Also, dass es bis heute eigentlich keinen Beweis dafür gibt, dass es sich bei der Depression um eine rein neurologische Erkrankung oder um eine rein medizinische Erkrankung handelt, sondern dass eigentlich sowohl beim Entstehen von Depressionen als auch beim Behandeln von Depressionen immer, ich sage jetzt mal ganz breit, die soziale Umgebung, die soziale Umwelt, das soziale Milieu, in dem sich eine Person bewegt, von entscheidender Bedeutung ist. Das heißt, mein Ansatz wäre jetzt erstmal, da gar nicht von der Konstruktion auszugehen, sondern sozusagen diesen komplexen Prozess des Diagnostizierens und des Behandelns und des Therapierens als etwas anzusehen, was nicht auf beide Seiten reduziert werden kann. Ja, das erscheint mir dann noch viel aussichtsreicher, um besser zu verstehen, wie diese Diskurse über Depressionen funktionieren und auch nicht sich vorschnell sozusagen feindlich
der medizinischen Sichtweise gegenüberzustellen. Weil das ist ein Vorurteil, das man schnell hat, dass man dann sagt, die bösen medizinischen Psychiater und Psychiaterinnen, die sind schuld daran, dass alle jetzt diagnostiziert werden und es denen schlecht geht. Und so einfach ist die Geschichte aber nicht. Und genau, vielleicht soweit erstmal. Okay, das heißt im Prinzip, du guckst dir dieses Feld nochmal von einer komplett neuen Perspektive, die halt weder komplett medizinisch noch komplett soziologisch ist, sondern auch versucht da quasi dieses Mittelding zu finden, so ein Middle Ground im Prinzip. Ja, also ich kann es vielleicht noch ein bisschen erläutern. Also eine sehr medizinisch-realistische Perspektive als auch eine sozialkonstruktivistische, aber im Sinn von einer bestimmten Spielart des Sozialkonstruktivismus scheinen mir beide nicht hilfreich. Und ich folge da eher einer pragmatistischen und leibphänomenologischen Perspektive. Und in dem Sinn vor allem einer leibphänomenologischen Perspektive, die von einer Leib-Körper-Unterscheidung ausgeht. Und die ist insofern hilfreich, als dass man dann psychische Störung, Erkrankung, ein psychisches Leiden nicht darauf reduzieren muss, dass es etwas Körperliches ist, was man messen kann. Wo man sozusagen, keine Ahnung, ein MRT macht oder einen Bluttest oder was auch immer und dann rausfindet, welche Stoffwechselerkrankung ursächlich ist oder welcher Vitaminmangel oder was auch immer dafür ursächlich verantwortlich ist, dass es jemandem psychisch schlecht geht, sondern dass man sozusagen neben diesen körperlichen Dimensionen auch noch leibliche Dimensionen hat, wo es um das leibliche Empfinden und Spüren geht, das sich nicht beweisen und messen lässt, sondern wo es sozusagen um das leibliche Spüren, Erleben, Empfinden eines sozialen Akteurs gibt, der das nicht reduziert werden kann auf eine Beobachtung von außen. Und das ist im Fall der Depression ganz stark der Fall, ja? Dass Leute ein bestimmtes psychisches Leiden haben und es sozusagen keine medizinischen Möglichkeiten gibt, klar festzumachen, woran das liegt, dass dieses Leiden vorhanden ist und wie man es behandeln kann. Und das ist auch der Grund natürlich, warum dieses Feld der Behandlung von Depressionen so unglaublich weit verstreut ist und nicht nur in der Psychiatrie eine Rolle spielt, sondern natürlich auch in ganz vielen anderen Bereichen, bis hin zu den Achtsamkeitsdebatten, die gerade so ganz, ganz groß wieder werden. Ja, und da scheint mir diese Leib-Körper-Unterscheidung sehr hilfreich, weil die sieht diese Polarität und diese auch ziemlich banale Idee von hier ist die reale Krankheit und hier ist die soziale Konstruktion, die aufbricht und versucht da eine andere Perspektive zu bekommen. Also im Prinzip nutzt du quasi diese Unterscheidung zwischen Leib und Körper, wenn ich es richtig verstanden habe, Leib im Sinne von, dass man nicht direkt beobachtbare und messbare Sachen hat, die aber trotzdem da sind. Das heißt, dass quasi der Körper dann für dich in einer gewissen Form phänomenologisch gesehen werden kann, also auch gemessen werden kann, während der Leib wiederum tatsächlich ontologisch zwar da ist, aber durch Beobachtung und so weiter nicht exakt zur Essenz dessen vorgedrungen werden kann. Ja, genau. Also der Körper ist etwas, was, also der Tisch ist auch ein Körper in dem Sinn. Mhm. Man kann an ihm riechen, man kann ihn sehen, man kann ihn anfassen, man kann ihn vermessen und das kann man auch mit dem menschlichen Körper. Und das kann man dann auch mit bestimmten Prozessen, die im Körper stattfinden. Aber in der Medizin hat das natürlich schon immer eine große Rolle gespielt. Also Anästhesisten können stundenlang Geschichten darüber erzählen, welches Gespür sie brauchen, um den Schmerz eines Patienten oder einer Patientin festzustellen. Und da hilft ihnen kein Messinstrument irgendwas, sondern da brauchen sie ein zwischenleibliches Gespür. Ja, sie müssen feststellen, hat jemand wirklich ein Leiden gerade und wie stark ist es und wie kann ich das feststellen? Und dann kommen plötzlich Mimik, Gestik, Ausdruck, solche Sachen ins Spiel. Und dieses Erspüren hat auch im Bereich der psychiatrischen Diagnostik immer eine große Rolle gespielt. Und derzeit scheint es aber in den Diskursen so, dass die meisten Leute das vergessen. Dass in großen Mediendebatten das auch nicht so ein großes Thema ist. Dass eigentlich dieses Gespür schon immer in der psychiatrischen Diagnostik ein zentraler Punkt war und auch bis jetzt noch ein zentraler Punkt ist. Da ist eigentlich die Leib-Körper-Unterscheidung nur ein Instrument, ein soziologisches, um auf etwas hinzuweisen, das in der Praxis eigentlich immer schon vorhanden war und immer noch vorhanden ist, auch wenn es vielleicht in den gängigen Diskursen nicht sichtbar wird. Und ja. Okay. Du hast gerade eben vielleicht das einfach nochmal kurz zur Nachfrage von diesen Achtsamkeitsdiskursen gesprochen. Wir alle kennen sie ja, die ganzen
Foodblogs, die ganzen, ja, wie heißen diese ganzen Tumblr-Blogs, auf denen dann irgendwelche Live-Tipps im Prinzip gegeben wird. Würdest du dann, inwiefern würdest du das dann quasi auf dieser Leib-Körper-Unterscheidung einordnen, wo du das jetzt gerade eben angesprochen hast? Ja, also das, ich würde erstmal sagen, dass es wichtig ist festzustellen, dass die Frage danach, wer die Legitimität hat, professionell über die Behandlung von psychischen Leiden zu sprechen und dort Tipps zu geben, dass dass dort ein großer Wandel stattfindet. Ja? Also dass man erkennt, dass die Experten in Frage stehen. Ja? Also dass erstmal nicht klar ist, wer ist eigentlich der Experte, der mir jetzt den Tipp geben sollte, um mir zu helfen. Und in diesem Sinn sind diese ganzen Achtsamkeitsdiskurse erstmal sozusagen ein Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels, in dem neue Experten plötzlich auftreten, die eine bestimmte Geltung haben, eine bestimmte Deutungshoheit haben und eine bestimmte Gruppe erreichen. Und die werden ganz bestimmt nicht Leute erreichen, die eine schwerwiegende Depression haben. Das muss man erstmal ganz stark feststellen. Aber die werden Leute erreichen, die vielleicht eine Leidensphase haben in ihrem Leben, die eine schwierige Phase durchmachen, die vergleichbar ist mit einer schwachen depressiven Episode. Und das sind Leute, die, glaube ich, sehr, sehr stark diese leibliche Dimension ansprechen können. Weil dort oft die körperlichen Symptome nicht so stark sind, als dass jemand, der betroffen ist, medizinische Hilfe direkt braucht. Und dann ist man natürlich sehr stark in dem Bereich, in dem Leiblichkeit ein großes Thema ist. Ja? In dem leiblich sich erspüren, atmen, bewegen, Resonanz mit der Umwelt, Mindfulness. Resonanz mit Freunden, Bekannten, was auch immer eine große Rolle spielt. Ob man dann davon sprechen muss, dass die Leiblichkeit dort eine größere Rolle spielt, das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen als offene Frage, weil ich mir da nicht ganz sicher bin, ob man da sozusagen entweder oder Entscheidung hat, ja? Entweder körperlicher Fokus oder leiblicher Fokus, sondern es ist erstmal eine analytische Entscheidung, Unterscheidung, mit der man arbeiten kann. Genau. Und deswegen, ja, das müssten wir nochmal genauer anschauen. Das heißt im Prinzip, diese analytische Kategorie, du hast gerade eben davon gesprochen, sie wäre irgendwie schon immer da, wenn auch nicht sichtbar, dass man die zum Beispiel bei diesen ganzen Achtsamkeitsdiskursen insofern deuten könnte, dass diese Leute quasi sagen, ja, ihr müsst das Richtige essen, euch richtig ernähren und so weiter, aber damit eigentlich nur auf die Leiblichkeit abzielen. Aber dass quasi diese Distinktion eigentlich nicht wirklich gemacht wird. Ja, ich würde das denen ja auch niemals vorwerfen, dass die Distinktion nicht gemacht wird. Das ist ja keine moralische Kategorie, wo man sagt... Aber quasi, dass sie da ist. Nee, es ist einfach eine hilfreiche Unterscheidung, um zu verstehen, wie in bestimmten sozialen Kontexten über psychisches Leiden gesprochen wird und wie versucht wird, Probleme zu lösen, die damit zu tun haben. Und da kann es hilfreich sein, darüber so zu sprechen. Aber ich denke, es ist interessant und wichtig, dass man... versteht, dass selbst die Kontexte, in denen scheinbar das Körperliche so stark im Vordergrund steht, nicht losgelöst sind von leiblichen Dimensionen. Mhm. Weder in der Interaktion zwischen Ärztinnen und Patientinnen, noch in der Psychopathologie, also in der Diagnose von Störungen, Erkrankungen, Leidensformen, noch im weiteren Behandlungsverlauf. Und das scheint mir wichtig, dass man da so ein bisschen den Fokus drauf legt, weil da doch die Vorurteile sehr stark sind, würde ich vermuten. Ja. Okay, du hast aus diesem ganzen Themenkomplex, mit dem du dich ja jetzt beschäftigst seit einem Jahr, eine Sache jetzt für den DGS-Kongress 2018 ausgekoppelt und du hältst quasi einen Vortrag mit dem Titel Therapieresistenz als generalisierte Semantik abstrakte Handlungskoordination bei schwerwiegenden Depressionen. Das heißt, das ist nochmal ein ganz spezifischer Fokusteil von diesem großen Komplex. Ja. Was ist Therapieresistenz und was hat das mit Soziologie zu tun? Also was machst du da jetzt ganz speziell? Ja. Also der Begriff der Therapieresistenz taucht in den 1970er Jahren auf. Er ist ein Begriff, der forciert wird damals von der neu gegründeten oder relativ neu gegründeten World Psychiatric Association. Und der Begriff wird eingeführt eigentlich, um bestimmte Probleme in der pharmakologischen Behandlung von Depressionen zu überwinden. Also die ersten Psychopharmaka
zur Behandlung von Depressionen kommen Ende der 50er Jahre auf den Markt. Und in den nächsten Jahrzehnt ist es so, dass man relativ schnell merkt, dass die Symptome, die bei Depressionen vorliegen, nicht vollkommen heilen kann, dass es nicht möglich ist, Remission zu erlangen, also die vollkommene Heilung zu erlangen. Und daraufhin entstehen quasi in medizinisch-psychiatrischen Kreisen, die dort damals sehr dominant waren, Überlegungen, wie man das Scheitern von Psychopharmaka-Behandlungen bei schwerwiegenden Depressionen, wie man das beschreiben kann und festmachen kann. Und der Begriff der Therapieresistenz wird da quasi eingeführt, um zu sagen, wenn Leute, also das ist jetzt so die Definition, die seit den 80er, 90er Jahren sich eingebürgert hat, wenn eine Patientin, ein Patient zwei Behandlungen mit zwei verschiedenen Substanzgruppen an Antidepressiva hinter sich hat, die nach 4, 6 oder 8 Wochen bei einer angemessenen Dosierung keine Fortschritte in der Behandlung gebracht haben, dann muss man davon reden, dass jemand therapieresistent ist. Und das ist erstmal so eine widersprüchliche Sache. Also es wird jemand quasi als therapieresistent angesehen, weil zwei Therapien gescheitert sind. Und danach wird dann davon ausgegangen, dass man jetzt dafür gemacht sei, noch eine andere Therapie zu starten. Also eigentlich ist dieser Begriff einer, der so ein Zwischenstadium erkenntlich machen soll, um andere Behandlungsmethoden noch zu ermöglichen. Seit den 80er Jahren betrifft das vor allem die Elektrokonvulsionstherapie. Also das ist sozusagen die Therapieresistenz, die Voraussetzung ist für die Behandlung mit einer Elektrokonvulsionstherapie oder früher Elektroschocktherapie. Und andere Hirnstimulationsverfahren, also transkranielle Magnetstimulation, seit den 90er Jahren auch tiefe Hirnstimulation. Und das Interessante ist, dass sozusagen diese Rede von therapieresistenten Depressionen und später auch chronischen Depressionen eigentlich keine medizinische Grundlage haben, sondern es geht eigentlich nur darum festzustellen, dass im Verlauf einer bestimmten Behandlung ein bestimmtes Zwischenstadium festgesetzt wird, dass andere Behandlungsmethoden wiederum nach sich ziehen sollen. Und das ist soziologisch hochinteressant, weil da eigentlich ein diskursives Problem und ein praktisches Problem umgesetzt wird und verwandelt wird in einen Begriff, der keine wirklich klare medizinische Grundlage hat, weil er auch sehr umstritten ist und sehr unterschiedliche Definitionen mit sich bringt. Also ich habe jetzt nur die gröbste allgemeine Definition gegeben, aber es ist sehr umstritten, was das heißt, zwei verschiedene Substanzklassen, was das heißt, 4, 6 oder 8 Wochen, was das heißt, die richtige Dosierung und so weiter. Und da kann man sozusagen an diesem Begriff die Deutungskämpfe um die richtige Behandlung von schwerwiegenden Depressionen ablesen. Das finde ich spannend, dass man da sozusagen in einem Begriff noch viel mehr lesen kann, als nur, dass er medizinische Diagnose bezeichnet, sondern dass man da eigentlich einen sozialen Deutungskonflikt sehen kann und nachlesen kann. Ja. Also klassisch mehr oder minder der Versuch, die Herrschaft über ein diskursives Feld zu erlangen, wer auch jetzt immer recht hat, ob es jetzt wirklich 2 Psychopharmaka sind oder vielleicht nicht 3, ob es 4 Wochen sind oder 6 und dass das quasi noch ein unausgetragener Kampf ist, der über den Begriff der Therapieresistenz letztlich dann definiert wird. Und dass auch sozusagen die pharmakologisch orientierte Psychiatrie auch im Moment des Scheiterns, im Moment des Nicht-Weiterkommens, neue Wege suchen kann. Also dass sozusagen der Moment des Scheiterns der eigenen Möglichkeiten einbezogen wird in den Prozess, den man weiter verfolgt. Und dadurch sozusagen die Möglichkeit hat, noch weiter die eigenen Forschungsorientierung und die eigenen Ziele zu verfolgen, ohne vorschnell anderen psychiatrischen Bereichen sozusagen Gebiet abzugeben. Ja? Also, dass dann die vorher noch sehr großen sozialpsychiatrischen, gemeindepsychiatrischen Bewegungen und auch die antipsychiatrischen Bewegungen natürlich noch als nicht hilfreich angegeben werden und so rausgeschoben werden. Das ist interessant, ja, wie das funktioniert, dass da über einen diskursiven Begriff ganze Kämpfe auch festgesetzt, ausgefochten, weitergeführt werden. Ja.
Aber in dem Fall ist ja der Begriff sogar zweideutig. Einerseits quasi innerhalb des Feldes der Psychopharmakologie, wo dann quasi gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier diesen Therapieresistenzbegriff, also hier ist jetzt ein Patient therapieresistent. Die anderen sagen, nee, hier ist der therapieresistent. Aber dann hast du ja quasi noch die zweite Methode, dass nämlich quasi durch diesen Einschluss des Ausschlusses eigentlich schon dazu beigetragen wird, dass trotzdem quasi andere Felder auch noch außen vor bleiben müssen. Das heißt, wir haben quasi zwei Dimensionen dieses Begriffes. Ja, genau. Also du meinst zwei Konfliktfelder. Einerseits innerhalb der medizinischen Psychiatrie und einerseits nach außen, genau. Ja, genau, das stimmt, ja. Ja, genau, und da ist sozusagen, da kann man auch beobachten, dass dann innerhalb der medizinischen Psychiatrie natürlich es nie so weit getrieben werden würde, dass man davon ausgeht, dass die eigenen Methoden falsch sind. Sondern es wird eigentlich nur davon ausgegangen, wir haben halt noch nicht die richtigen Medikamente, noch nicht die richtigen Stoffe gefunden, um da weiterzukommen. Müssen wir halt weiter probieren. Ja? Also man sieht in diesen seit den 90er Jahren sehr, sehr stark angestiegenen, also in der Anzahl angestiegenen Papers über Therapieresistenz sieht man sehr oft, dass andere Behandlungsmethoden erwähnt werden. Also Lichttherapie, Schlafentzugstherapie, Gesprächstherapie, die Einbindung von Angehörigen, der Versuch, im sozialen Umfeld etwas zu machen. Aber dass diese Behandlungsmethoden sozusagen als eine notwendige Ergänzung im gesamten Prozess angesehen werden, aber niemals als eine Lösung für das Problem. Die Lösung ist immer die eigene Forschung, die man noch nicht gemacht hat. Und das ist spannend, wie das dann so Deutungshoheit, Herstellung von Deutungshoheit an dem Punkt da funktioniert. Du hast gerade eben vor allen Dingen in Bezug auf die Anzahl der Depressionsfälle, die Diagnosen an Depressionen, dass die angestiegen seien in der letzten Zeit und dass man halt auch noch nicht komplett sicher sagen kann, ob die Depressiven einfach mehr geworden sind oder ob jetzt einfach mehr erkannt werden etc. Mhm. Wie sieht das mit Therapieresistenz aus? Weil der Begriff nach allem, was wir jetzt gerade eben schon drüber geredet haben, lädt ja quasi schon dazu ein, angewandt zu werden auf die Fälle, die ansonsten entweder tatsächlich aus dieser medizinischen Behandlung rausfielen oder die in andere Felder, die man ja auch quasi nicht drin haben möchte, auch dann rausfallen würden. Also wie haben sich einfach die Zahlen von Therapieresistenz entwickelt? Also die Zahl prozentual hat sich nicht geändert. Die ist relativ ähnlich geblieben. Also seit den 70er, 80er Jahren es ist im Prinzip so, dass man davon ausgeht, dass ungefähr 30% aller Patientinnen und Patienten, die eine pharmakologische Behandlung bekommen für schwerwiegende Depressionen, also eine schwerwiegende Depression diagnostiziert haben und davon eine pharmakologische Behandlung bekommen, als therapieresistent eingestuft werden. Und diese prozentual ist quasi die Zahl nicht gestiegen. Und da hat auch, glaube ich, das Feld der medizinischen Psychiatrie nicht wirklich ein Interesse dran, dass diese Zahl steigt, weil man auch natürlich nicht will, dass am Ende dann hinterfragt wird, ob überhaupt diese pharmakologische Behandlung was bringen. Und es lässt sich einfach nicht abstreiten, auch dass in vielen Fällen es auch eine hohe Wirksamkeit hat und dass es auch seinen Sinn hat, dass es eine pharmakologische Behandlung bei schwerwiegenden Depressionen gibt. Was sozusagen die absoluten Zahlen angeht, also nicht die prozentualen, sondern die absoluten Zahlen, ist das sehr schwierig zu sagen, ob jetzt die Anzahl an schwerwiegenden Depressionen wirklich gestiegen ist, genauso wie es schwierig zu sagen ist, ob die Anzahl an Depressionen im Allgemeinen gestiegen ist. Ja? Weil die Zahlen zwar von der WHO und anderen großen Organisationen darauf hinweisen, dass das so wäre, aber es sozusagen einige Gründe dagegen sprechen, davon auszugehen, dass die Zahlen gestiegen sind, weil mehr Leute erkrankt sind. Das hat zum einen damit zu tun, dass sich Diagnosemöglichkeiten ändern und dass es mehr Angebot in der Beratung, in der Diagnose und auch in der Behandlung und auch in der Übernahme, was Krankenversicherungen bezahlen, natürlich dazu führen, dass mehr Leute sich melden. Mhm. Und da gehen sozusagen Meinungen ein bisschen auseinander. Und es gibt dann immer die großen Zahlen, die in der Presse dann und in den Medien kursieren und die sagen, die Anzahl ist auf jeden Fall sehr gestiegen, aber ich wäre da erstmal vorsichtig. Ja? Vor allem auch deswegen, weil die Grenzen zwischen einer depressiven Episode und anderen Bereichen fließend sind und gerade auch immer wieder umstritten neu gesetzt werden. Also ich nenne mal nur so zwei, drei Beispiele.
Hoch umstritten ist die fließende Grenze zwischen einer depressiven Episode und einer normalen Trauer. Das wird dann teilweise auf den Tag genau in Wochen gemessen. Wenn jemand drüber ist, dann hat er eine Depression, wenn drunter, dann trauert er nur. Das gleiche, eine Riesendiskussion gerade um eine depressive Episode und Schüchternheit, was in der Diagnose von psychischen Leiden in Schulen eine große Rolle spielt. Also ist jetzt ein Kind, weil es ganz still ist und nie was sagt und vielleicht, weiß ich nicht, niedergeschlagen und müde wirkt, ist es jetzt irgendwie schüchtern und ein Morgenmuffel? Oder ist es depressiv und braucht Hilfe und Psychopharmaka? Ja? Und je nachdem, wie man die Grenzen verschiebt, erhöhen sich natürlich die Zahlen der Diagnostizierten. Und das ist, ich glaube, da kommt man mit den Statistiken oft nicht so viel weiter. Da muss man in die konkreten Kontexte rein, man muss sich anschauen, wie funktionieren die, wie sind die Praktiken, wie sehen die Praktiken des Diagnostizierens und Behandelns aus und wann gilt jemand als geheilt oder nicht, wann wird jemand die Behandlung bezahlt oder nicht und so Fragen sind dann, glaube ich, oftmals viel wichtiger. Okay, jetzt ist es natürlich so, dass der Begriff der Therapieresistenz, wenn ich das richtig rausgehört habe, auch sehr, sehr stark diskursiv geprägt ist. Dementsprechend, was mich jetzt halt noch interessieren würde, weil du dich ja jetzt auch schon lange damit beschäftigst, was sagen eigentlich tatsächlich die Betroffenen, sowohl einmal die Ärzte, als auch einmal die Patienten, die als therapieresistent diagnostiziert wurden? Ja, also... Wie stehen die zu dem Begriff? Ja, ja. Also es ist so, dass der Begriff der Therapieresistenz genauso wie eine Diagnose einer psychischen Erkrankung im Allgemeinen immer zwei Seiten hat. Sie kann positive und negative Effekte haben. Für manche ist es eine sehr, sehr große Erleichterung, zu wissen, dass sie eine bestimmte psychische Erkrankung haben, der sie sich quasi als Person gegenüberstellen, wie so ein Objekt, das da ist und mit dem man jetzt was machen kann, aber das nicht sie als Person komplett einnimmt. Das ist wie so eine Entlastung, die da auch stattfinden kann. Es kann aber auch negative Effekte haben, eine Diagnose zu bekommen, in dem Sinn, dass man natürlich an dem Punkt erstmal verstehen muss, was ist eine psychische Erkrankung, wie gehe ich damit um, wie ist mein eigenes Handeln davon betroffen, wie tief trifft mich das eigentlich als Person und was ziehe ich daraus jetzt für Konsequenzen. Also da sind ja tiefgreifende Fragen mit verbunden, was die eigene Identität, Handlungsfähigkeit und so weiter angeht. Und es ist jetzt so, dass umso länger man in diesem Prozess drin ist, wo es positive oder negative Effekte haben kann, umso schwieriger wird es, glaube ich, diese positiven Effekte von einer Krankheitsbezeichnung und von einer Diagnose noch als einen positiven Effekt anzunehmen. Und die Leute, die quasi eine Therapieresistenz diagnostiziert bekommen oder gesagt bekommen, da ist nicht wirklich zu sehen, dass das noch einen positiven Effekt darauf hätte, dass Leute daraus jetzt irgendwie nochmal einen Schluss ziehen. Ah, ich bin nicht nur depressiv, sondern ich bin auch therapieresistent depressiv. Jetzt fällt Last von mir. Ja? Also das ist da weniger zu beobachten, sondern da wird es dann schon nochmal schwieriger. Und damit ist natürlich auch immer die Hoffnung verbunden, dass man jetzt nochmal andere Möglichkeiten auslotet. Ja, zum Beispiel dann Elektrokonvulsionstherapie probiert und so weiter. Und die Hoffnung kann dann sozusagen auch nochmal einen positiven Effekt hervorbringen. Aber wenn man da mal sieht, wie die Leidensgeschichten von Leuten teilweise aussehen, die 20, 25 Jahre im Prinzip keine wirkliche Besserung ihrer Symptome hatten, da ist es schwer zu sagen, dass man da über so eine Bezeichnung nochmal ein bisschen Hoffnung bekommt. Ja. Okay. Eine letzte Frage, die auch wieder ein bisschen zweiteilig ist, jetzt noch zu dem Begriff. Du hattest das vorhin schon mal angesprochen, dass man vor allen Dingen diese Leib-Körper unterscheiden, dass man dazu tendiert, zu versuchen, alles zu vermessen und alles. Ja. Und bezüglich vor allen Dingen Psychopharmaka. Das heißt im Prinzip, dass man pharmakologische Erzeugnisse nimmt in der Hoffnung, Depressionen zu verbessern. Das sind ja dann teilweise Serotoninhemmer, Dopaminausschütter Jetzt wäre halt da die Frage, es gibt ja einen zunehmenden Trend in vielen Wissenschaften, dass man halt sagt, so ja Moment, man kann nicht alles einfach nur erklären, auch vor allen Dingen Depressionen nicht wirklich damit erklären, dass man einfach nur ein biochemisches Gleichgewicht im Gehirn hat, das irgendwie aus dem
Gleichgewicht gekommen ist und dementsprechend einfach nur wieder gerichtet werden muss. Ne? Ja. Das ist ja dann dieses rein körperliche und dass auch leibliche Sachen rankommen. Inwiefern ist dann der Begriff der Therapieresistenz nicht vielleicht auch einerseits so eine Art kleines Selbsteingeständnis, dass quasi diese pharmakologischen Behandlungen nicht funktionieren, weil du hast jetzt vor allen Dingen mit Folgetherapien nach der Therapieresistenz, vor allen Dingen mit Sachen geantwortet, die quasi nicht mehr auf Tabletten im Prinzip eingehen, sondern Elektrokonvulsionstherapie hast du genannt, Lichttherapie, Gesprächstherapie. Das heißt tatsächlich dann wieder Therapieformen, die weg von dieser reinen Körperlichkeit zu gehen scheinen. Inwiefern ist quasi die Therapieresistenz dann so eine Art Eingeständnis, dass man vielleicht doch nicht alles mit Pillen lösen kann? Naja, also niemand, der als therapieresistent diagnostiziert wird, hört auf, Psychopharmaka zu nehmen. Eine Elektrokonvulsionstherapie wird immer begleitet, auch noch von psychopharmakologischen Behandlungen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass dort dieser Prozess nicht aufhört. Ich tue mir schwer damit, so rum das zu beschreiben, wie du das gerade gemacht hast, nämlich zu sagen, naja, da scheitert die Therapie und jetzt müssen wir die anderen probieren und die haben eigentlich schon eh immer besser funktioniert. Das ist die böse Pharmaindustrie, die uns da quasi immer schon kaputt gemacht hat. Ich sehe das nicht so, sondern eigentlich ist es so, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die leibliche Dimension und auch die wirklich soziale Dimension des Behandelns von Depressionen auch im Kontext der Behandlung mit Psychopharmaka, dass man die genauer betrachten muss. Jede Behandlung mit Psychopharmaka ist begleitet von unglaublich vielen sozialen Situationen und unglaublich wichtigen Prozessen, in denen leibliches Erspüren und Gespüren eine große Rolle spielt. Also man stellt sich nur vor, jemand bekommt 3-4 Wochen ein bestimmtes Psychopharmaka und hat ein Gespräch mit einer Oberärztin, Psychiaterin, wem auch immer im Prozess dann noch mit beteiligt ist. Da geht es natürlich auch darum, herauszufinden, hat es sich bei Ihnen gebessert? Geht es Ihnen besser? Was haben Sie denn gemacht? Wie haben Sie sich denn erspürt? Und da ist es trotz guter Studien, wo Placebo-Effekte versucht werden, rauszuhalten, es ist sehr, sehr schwierig, klar auszumachen, wie viel Einfluss eigentlich diese Gesprächssituation und die soziale Umgebung des ganzen Behandlungsprozesses hat und wie viel Einfluss eigentlich bestimmte Psychopharmaka haben, um eine nachhaltige Verbesserung zu bekommen. Kurzfristige Verbesserungen sind teilweise natürlich klar zu beobachten, wenn jemand bestimmte Effekte eines Medikaments spürt. Aber sozusagen der nachhaltige Prozess ist ganz stark von sozialen Umgebungen abhängig. Und das ist, da spielt Leiblichkeit eine große Rolle. Und ich denke, das ist soziologisch sehr interessant und wichtig auch, dass man dort genauer hinschaut und diesen Prozess nicht, als so eine sehr, sehr kühle medizinische Sache irgendwie abtut, wo es nur darum geht, dass jemand sich das Bein gebrochen hat und jetzt schauen wir mal, ob er schon der Knochen, konservativ behandelt werden kann oder nicht und schauen wir mal, wann wir die Schrauben wieder rausnehmen können oder so. Ja? Also es ist ein komplexerer Prozess und diese Interaktionen, die da ständig stattfinden, während Diagnose und Behandlung und Nachgespräch und so weiter, das ist interessant und spannend und da sollte man vielleicht mehr hinschauen und genau. Also im Prinzip, es braucht noch viel, viel mehr Forschung darüber, was in Patientengesprächen und so weiter alles stattfindet. Auf jeden Fall. Die versteckten Dinge, die bisher nicht in Therapien drin sind. Mhm. Okay. Ich bin mal sehr gespannt auf deinen Vortrag und würde sagen, ich bedanke mich vielmals für dieses Gespräch. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne.